Unter anderem den Platz 2 und die zweite Sponsorenente. Platz 2 hat gemacht die Dürkorb GmbH hier aus Göttingen, das Autohaus Dürkorb. Und da kommt schon die Vertreterin vom Autohaus Dürkorb. Und hat es Spaß gemacht? Super, ja, war super. Okay, und ihr seid das erste Mal dabei, ne? Wir sind das erste Mal dabei und haben den zweiten Platz gemacht, was immer mehr. Ja, perfekt, oder? Herzlichen Glückwunsch. Also der Auto Dürkorb GmbH, super Rennen gefahren, von daher alles gut. Perfekt. Aber, ja, eine Win-Win-Situation, denn das sind ja auch Sponsoren, ne? Das ist ja schön, wenn es dann auch wieder einen kleinen Gruß zurück gibt. Ne? Genau, ja, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Aber zu der Frage, was will man mehr vielleicht noch, wenn man den zweiten Platz gemacht hat, natürlich den ersten Platz im nächsten Jahr. Deswegen hoffen wir natürlich, dass Dürkorb wie auch alle anderen Sponsoren im nächsten Jahr auch wieder mit dabei ist und auch wieder eine Sponsorenente ins Rennen schickt und dann vielleicht ja sogar nochmal top das Ergebnis. Erster Platz geht nämlich diesmal an jemand anderen. Nämlich, hast du schon gesagt, dann darf ich es auch nochmal sagen vielleicht. Und zwar geht der erste Platz des diesjährigen Sponsorenrenns an die PFH Inside. Großen Vertreter der PFH, da, wunderbar. Herzlichen Glückwunsch und Applaus an die PFH. Private Hochschule, ja. PFH Inside, was verbirgt sich hinter dem Inside? Ja, PFH Inside ist der Social-Media-Auftritt von der PFH. Jetzt ganz neu seit August mit mir. Und genau, ich war jetzt in diesem Jahr dafür zuständig, mit der Ente hier anzutreten. Also eine bessere Promotion zum Auftakt kann man sich ja fast nicht wünschen, oder? Genau, dass wir sie ja auch gewonnen haben, ist natürlich mega. Also ich freue mich total. Und ich hoffe, Sie sind im nächsten Jahr auch wieder mit dabei? Natürlich, jedes Jahr. Jedes Jahr, das ist eine Ansage. Vielen Dank und hoppla, sorry. Oh, dann haben wir gerade eine ganz schnelle Ansage zwischendurch. Also das kriegen wir dann, wir müssen eine ganz schnelle Ansage zwischendurch. Du suchst deine Oma, die hast du verloren. Die finden wir wieder, pass mal auf. Wie heißt du denn? Wie heißt du? Hendrik? Heißt du Hendrik? Henry. Henry heißt du. Na, da haben wir doch schon alles wiedergefunden und hier geht niemand verloren. Also von daher, wenn was passiert, immer anrufen, Bescheid sagen. Sonst macht das auch die PFH mit ihrem Social Media Auftritt. Also da können wir das dann auch machen, auf Facebook oder wo auch immer, live on air. Also dementsprechend herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns natürlich auf nächstes Jahr und sind sehr gespannt, wer und wie mit welcher Ente dann gewonnen wird. Dankeschön. Gerne nochmal für mich ein Foto. Also während jetzt da noch sozusagen das offizielle Siegerfoto vom Sponsorenrennen gemacht wird, habe ich noch eine leider nicht so schöne Information, weil es eine kleine Panne gegeben hat. Und zwar habe ich ja vorhin schon mal erzählt beim Start, dass die Ente vom, das ist Nahkauf, glaube ich, gewesen. Da kann ich mal, Ugi Nahkauf. Nichts mit mehr steht da drauf.